Und ein herzlich willkommen zurück, Leute. Heute machen wir mal wieder ein Tutorial. Stone, das hübsche Mädchen mit roten Augen, ist neben mir. Und ihr seht, glaube ich, schon, worum es geht. Heute... Ja, guck mal, meine Augen. Der... Naja. Das kann man im Gameplay-Video bei uns sehen, was mir geschehen ist. Wir werden heute für euch malen. Und was malen wir? Das lang ersehnte Skins auf die Dinos malen. Und ich habe natürlich jetzt ein bisschen Unterstützung beim Stone geholt. Der macht das natürlich bei seinen Dinos schon ein bisschen öfters. Und der wird uns dann auch ein paar Sachen, ein paar Tricks erklären, was man machen muss. Aber wir fangen erstmal direkt an. Ich drücke erstmal mal Backspace, damit ihr die ganzen Namen hier nicht seht. Und wir haben einmal den Argentavis, ein Wolf und ein T-Rex. Und das sind die drei Tiere, die wir heute bemalen. Wir fangen einfach mal... Genau, wir fangen mal an mit dem Stone. Also, der bemalt gerade den Wolf. Und wie ihr sehen könnt, wird aus dem Wolf ein Fuchs. Ist schon fertig? Ja. Bei mir ist noch nicht ganz fertig, glaube ich. Die Nase ist nur so, hat so einen orangen Strich. Bei dir auch? Bei dir ist komplett? Ja, bei mir ist komplett. Ja, dann glaube ich, muss ich dann irgendwie vielleicht mal ganz aus dem Bereich raus und dann lädt das Ganze oder so, ne? Ich weiß es nicht. Jetzt mal, es wird ja über das Tier, das was du malst, wird über den Tierskin gelegt. Das ist eine zweite Farbe. Das heißt, wenn du ganz weit weg von den Tieren bist, dann siehst du das Gemalte nicht. Okay, ja, das stimmt schon. Also ihr seht hier vorne, das ist meine Biene Maya. Und die hat der Stone auch bemalt. Und das ist zum Beispiel auch ein Skin, der ist komplett. Der hier beim Wolf, der ist gerade nicht so ganz komplett geworden. Aber das liegt, glaube ich, irgendwas bei mir, bei der Anzeige. Ich denke mal, wenn ich das Spiel einmal neu lade, ist das alles wieder richtig. Und jetzt zeige ich natürlich, der Stone hat das nur mal ganz kurz so von Weitem gezeigt. Ich zeige euch natürlich jetzt, wie das funktioniert. Und nachdem wir die Tiere bemalt haben, gehen wir Schritt für Schritt... wie man auf welchen Seiten, ich gebe da viele Seiten, wir zeigen euch jetzt zwei, die wir jetzt benutzen, zeigen wir euch die Seiten, wie ihr die Skins runterlädt oder wie ladet oder wo ihr zum Beispiel auch selber Skins malen könnt auf Schablonen, aber das zeige ich euch dann nachher. Wir fangen jetzt erstmal ganz kurz an mit dem Argentavis. Das sind übrigens jetzt fertige Skins und ihr haut mit eurem Pinsel auf das Tier drauf. Wenn ihr dann, das werde ich euch wie gesagt nachher zeigen, wenn ihr dann die Datei, diese Skin-Datei im Arc-Ordner reingelegt habt, dann drückt ihr auf Load Paint from this Type und dann zum Beispiel ist das ist diese Datei, die ich jetzt in meinen Ordner reingelegt habe, diese neue Datei, die wählt ihr aus und Leaf Coloring brauche ich noch. Diese rechte untere Kasten sagt euch Missing Resource und dann versteht ihr eben schon, das sind diese Farben, die noch fehlen. Und die gehe ich mir mal ganz kurz besorgen. Und bist schon. Nee, okay. Ich gehe mal ganz kurz zum Farbeimer. Aufgabe. So. Tür. So. Was war das hier? Das nehmen wir mal einfach mit. Wenn ihr diese Kiste natürlich nicht habt. Was ist da los? Oh, bist du das? Ich wollte gerade sagen. Wenn ihr diesen Schrank hier natürlich nicht habt, das ist bei uns eine Mod. Also, das könnte bei euch. Die Farbe könnt ihr auch ganz normal bei euch in den Schränken lagern. Wir haben da extra so eine kleine Mod für die Ordnung. Wir müssen die Ordnung halten. So, jetzt gehen wir nochmal an den Argentavis. Nochmal mit dem Pinsel draufhauen. Lord Paint from this Type. Auswählen die Datei. Der Name. Missing steht gar nichts mehr und dann sagt man Select. So, und dann seht ihr, das Stück für Stück, hier sieht man hier den Balken, der so ein bisschen hin und her geht. Man hört dann immer so pst, pst, pst. Und dann sieht man schon von außen, dass er langsam den Adler bemalt. Und wenn das dann so gesehen wieder zurücklädt, dann habt ihr den Adler bemalt. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was bemalt worden ist. Ihr seht nämlich, ich habe nämlich jetzt Augen auf dem Adler. Ist eine schicke Sache. Ist nicht viel passiert. Das ist natürlich alles... Das sieht übrigens aus wie die Augen von so einem Gepard oder sowas, ne? Sieht nicht schlecht aus. Das sind Katzenaugen. Oh, Katzenaugen könnte man ja auch sagen, ja. Und das ist so gesehen, dass was jetzt gerade bemalt worden ist. Es gibt natürlich auch viel, viel spannendere Sachen oder vielleicht komplett bunte Fahrzeuge. bunte Dinos oder ihr könnt alles Mögliche bemalen. Und jetzt
genug gequatscht. Jetzt zeige ich euch natürlich mal, wie ihr das macht. Die Skins auf den Seiten runterladen, in welchen Ordner ihr gehen müsst. Ist gar nichts Schweres, ist total easy. Wenn ihr natürlich jetzt selber einen Skin machen möchtet, ist das natürlich das komplizierte in Anführungszeichen, weil ihr müsst das alles selber bemalen. Macht aber Spaß. Wir haben das schon mal auch zusammen gemacht und das war gar nicht so kompliziert, aber es eben, man muss dann eben für Pixel immer alles schön machen, dass man auch ein vernünftiges Bild bekommt. Man sieht ja hier auch, die Augen waren genau gerade in einer Flucht. Der Wolf. Der Fuchswolf. Okay, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut und springen dann rüber zu mir in den Desktop und dann zeige ich euch so gesehen, welche Seiten ihr besuchen könnt und wo ihr die Schablonen herbekommt und was ihr so am besten vielleicht für Malprogramme nutzen solltet oder so. Okay, das war's und bis gleich. So, meine Lieben, wir sind jetzt bei mir auf meinem Steam-Account und ich zeige euch jetzt einfach ganz einfach, wo ihr in den Ordner kommt, in den Steam-Arc-Ordner, wo ihr so gesehen diese Datei reinschmeißen müsst. Ihr geht einfach hier auf euer Arc Survival Evolved, rechte Maustaste, unten Eigenschaften. Dann schiebe ich mal hier rüber, so. Dann habt ihr hier oben in dem Reiter lokale Dateien, da klickt ihr drauf und ihr seht, wie groß Arc ist. Hier oben sieht man das übrigens auf meinem Laufwerk I, unglaublich groß für so ein Spiel. Und dann klickt ihr auf lokale Dateien durchsuchen und dann schiebt das auch mal wieder rüber, so. Und dann seid ihr so gesehen im Arc-Ordner und dann müsst ihr ganz einfach nur auf Shooter Game, wenn ihr zum Beispiel auf dem Taskmanager gegangen seid, dann ist ja, steht ja nicht Arc die Anwendung, sondern Arc heißt ja Shooter Game als Anwendung. Und dann klickt ihr hier einmal drauf und dann sagt er, gibt es noch ein paar andere Ordner und dann ist eben hier Saved. Da geht ihr rein und dann Mine Paintings, ganz klar. Also nochmal zurück. So, nochmal zweimal zurück. Ihr geht einmal hier in den Ordner, wenn ihr hier drin seid, Shooter Games, Saved, My Paintings und dann sind dann hier die ganzen PNT-Dateien. Das sind PNT-Dateien, sind für diese, die ganzen Skin-Dateien. Das ist übrigens ein Rex, den ich selber mal gepaintet habe. Sah nicht so besonders aus, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Okay, wir sind jetzt schon mal hier mit fertig und wir springen jetzt einfach mal bei mir auf den Browser und dann zeige ich euch mal zwei, drei Seiten, wo ihr irgendwas runterladen könnt. So, meine Freunde, wir sind jetzt ganz kurz auf meinem Browser und jetzt werde ich euch ganz kurz zeigen, wo ihr... Wir zeigen euch natürlich erstmal nur zwei Seiten, wo ihr zum Beispiel diese Paints oder diese Skins runterladen könnt. Einmal ist das die arcpaint.com. Da gibt es ganz nette Sachen. Es gibt ja zum Beispiel diese Schilder. Dann gibt es auch Paints für diese Holzschilder. Es gibt ja die Banner. Das sind alles nur Skins für die Originalbauteile in Arc. Also es gibt ganz, ganz tolle Sachen hier. Zum Beispiel, was haben wir hier? Wenn man mal runterscrollt. Hier ein Totenkopfgesicht, ein Joker gibt es hier. Was haben wir hier noch? No Entry, Emergency Warning. Das ist ganz nett. Also ganz tolle Sachen gibt es hier. Und Toilette. Nicht schlecht. Und das könnt ihr euch runterladen, einfach draufklicken, die Datei runterladen und dann in den Ordner reintun, wie ich das euch eben erklärt habe. Da gibt es zum Beispiel auch noch die Seite, gehen wir mal wieder zurück. So, da gibt es die Seite arctemplate.com. Das ist genau das gleiche. Dann habt ihr hier auf der rechten Seite die Kategorien, da könnt ihr euch selber direkt mal aussuchen. Hier der Belzebuf, das ist der Frosch. Es gibt 7 Skins. Da seht ihr, wie viele Skins ungefähr dafür gibt. Die Metrodon gibt es sogar zum Beispiel nur einen. Und dann könnt ihr euch so gesehen eins von diesen Tieren aussuchen. Ich hatte jetzt gerade eben, wie gesagt, den Fiomir mal geöffnet, habe diesen Fire Fiomir. Klickt ihr drauf, dann seht ihr noch so ein paar Informationen dazu. Und dann gibt es hier diesen Link, seht ihr hier vorne. Dann klickt ihr drauf, ladet das runter in euer Downloader-Ordner und dann verschiebt ihr das, diese Datei, wie eben erklärt, in diesen My Painting-Ordner. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Hier ist der My Painting-Ordner. Also hier in dem Reiter sieht man es nochmal ganz genau. Ihr geht ja auf rechte Maustaste bei Arc, bei Steam, Eigenschaften, dann lokale Dateien durchsuchen und dann kommt ihr in den Arc-Ordner. Geht in den Shooter Game Ordner, Saved, My Painting und da legt ihr jetzt hier diese Datei rein. Ich habe jetzt gerade eben den T-Rex schon mal bemalt gehabt, aber das werde ich euch gleich mal zeigen, wie das geht. Das sind jetzt hier, das sind vorgefertigte Skins und das ist kein Problem.
die einfach runterzuladen, in den Ordner reinzuschmeißen. Ihr geht zum Dino hin, knallt den Pinsel auf den Brust und dann sagt euch das Spiel, was ihr für Farben braucht. Habt ihr gerade eben gesehen, diese kleine rechte Box unten. Und wenn ihr alle Farben zusammen habt, dann, was war das nochmal, Select. Und dann malt ihr so lange, bis das alles fertig ist. Wenn ihr aber zum Beispiel selber irgendwie den Fiomia oder den T-Rex, den Raptor bemalen möchtet, dann geht ihr hier zum Beispiel auf diese Seite. Das ist ein Link, den werde ich euch dazugeben, das sind Dropbox-Links, wo es so zum Beispiel die ganzen Schablonen der Tiere gibt oder von einigen Tieren. Und wie gesagt, in der Videobox gebe ich Videoinformationen, gebe ich euch alle Links, die ihr braucht. Und dann zeige ich euch mal ganz kurz, was es hier gibt. Der Stone erklärt uns auch gleich nochmal ganz kurz, wie man diese Schablonen selber erstellt, weil es gibt natürlich nicht alle Tiere. Ihr seht hier, gibt ein Känguru und was gibt's hier? Ein Oviraptor und Lazy, das Rhino-Horn, Nashorn gibt es. Also gibt es so einige, Schildkröte. Es gibt aber nicht alle, wie zum Beispiel. Ja, da hat jetzt irgendwann aufgehört, die zu machen. Ich glaube, das war vor knapp 7 Monaten. Dann aufgehört, die Dinos zu aktualisieren mit den ganzen Rubens. Deswegen sind alle die Dinos, die in der Zeit kamen, nicht in der Liste. Ich habe das Einzige gemacht, die er liebte, aber sonst. Aber ja, der hat aber recht viele. Die Spinne ist ja noch dabei, ist ja okay, dann der Manta. Also wie gesagt, es sind nicht alle da. Stone erklärt uns gleich auch, wie man selber so eine Schablone erstellt. Ist aber ein bisschen komplizierter, als statt jetzt das hier mit den Skins. Aber das werdet ihr auch noch schaffen. So. Und dann klickt ihr zum Beispiel, wir laden uns jetzt einfach so einen T-Rex runter, da klickt ihr hier auf den T-Rex, ladet euch die Datei runter und dann geht ihr einfach in euer Paint-Programm. So, wir sind jetzt natürlich bei mir, wir sind in Photoshop. Ich weiß nicht, was ihr jetzt für Programme nutzt. Was gibt's da alles? GIMP gibt's, glaube ich, dort. GIMP nutze ich zum Beispiel, das ist eigentlich ganz cool. Das ist recht gut für Kleinarbeit. Ja, GIMP. Man kann es sogar auch auf Paint machen. Paint wird zwar ein bisschen problematischer dann schon wieder, wenn man die Dateien jetzt, ich habe jetzt diese Datei. Wenn du arbeiten willst, ist der Paint nicht so. Dass, weil hier zum Beispiel GIMP und Photoshop kannst du ja Bereiche absperren, dass du nur darin malen möchtest zum Beispiel, den Strich nur haben möchtest, oder alles wieder wegmachen, der andere Seite ausfüllen und sowas, den Bereich nur. Hast du bei Paint halt nicht. Ja, bei Paint kann man auch nicht so, wie gesagt, nicht so fein arbeiten und nicht so gut ranzoomen und auch alles. Hier bei Photoshop, aber auch bei GIMP zum Beispiel. GIMP ist übrigens eine kostenlose Variante von zum Beispiel von Photoshop. Ich werde euch auch einen Link dafür reintun, dann braucht ihr das auch nicht suchen. Ist umsonst. Photoshop kostet natürlich ein ganzes Stück mehr. Die arbeiten ja alle mit so Ebenen, aber wir sind jetzt nicht dafür da, um jetzt auch über die Ebenen von Photoshop und GIMP zu reden. So, wir haben jetzt diese Datei geöffnet. Das ist so gesehen eine PNG-Datei von diesem T-Rex. Und gehen wir mal, zoomen wir mal ein bisschen heran. Und dann könnt ihr jetzt zum Beispiel, das soll ein T-Rex sein, man erkennt es zwar nicht, es ist ein T-Rex mehr oder weniger. Die zwei Hälften, die genau. Tiere werden so in der Mitte beim Kopf einmal komplett durchgetrennt. Das sind dann so die zwei Farbhälften. Genau. Links und rechts, und wenn die klappen, werden dann aufgeklappt, habt ihr eine Seite und die andere Seite. Müsst dann halt, wie gesagt, auf den Bereichen dran malen. Also was jetzt wichtig ist, ihr dürft nur in dem grünen Bereich malen. Wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Dex schreibe, ja, dann wird nur das E, das halbe D und das X angezeigt. Weil ich bin natürlich jetzt hier drüber und das wird alles nicht mehr angezeigt. Ihr müsst natürlich nur in dem Bereich schreiben, wo so gesehen der Dino ist, dass diese Schablone des Dinos. Und wir machen jetzt einfach mal was ganz, ganz Einfaches. Ich mache jetzt nichts Besonderes. Wir machen jetzt hier eine Seite. Gucken wir mal. Wir machen eine Seite. Oh, hier ein bisschen orange. So. Eine Seite. So orange. Nehmen wir hier mal den Eimer, kippen das. Ah, nicht, der macht das, glaube ich, alles zusammen. Okay, dann nehmen wir einfach einen Orangen. Dann machen wir hier so. Und dann machen wir wieder hier schwarz. So. Und dann nehmen wir hier den Pinsel und schreiben dann wirklich hier mal Dex. Muss beim T-Rex aber aufpassen, wenn du den jetzt gerade drauf malst. Der ist ja so in schräg entstehen abgebildet. Das heißt, du müsstest eigentlich den Namen von links unten von der Kante nach rechts oben zum Kopf machen, sonst kommt der, kannst du es nicht erkennen, so gesehen. Wird von schräg drauf gemalt, wenn du später dann hast.
Also ich werde das selber sehen, was der Stone gerade meint. Ihr werdet das einmal testen müssen und dann werdet ihr sehen, dass die Schablone natürlich der T-Rex ja nicht so steht. Der hat ja den Schwanz ja nicht so schräg nach oben, sondern der hat ihn ja mehr nach unten. Ihr müsst dann eben ein bisschen gucken, wie das Tier eigentlich stehen sollte, weil ihr müsst ja hier, dieser Bereich ist mit dem Sattel. Also gesehen, wenn ihr jetzt hier drüber malt, dann, wenn jetzt hier irgendwas Wichtiges ist, dann wird der Sattel drüber geschnallt und dann sieht man es nicht mehr. Und also passt hier mal schön auf, dass ihr irgendwie so immer aufpassen, dass ihr hier vielleicht in diesen Bereichen nicht bemalt. Hier kann ich jetzt zum Beispiel noch so einen blauen Strich malen. Umso mehr ihr malt, umso mehr Farben braucht ihr und umso mehr also mehr Farben braucht ihr von einer Farbe. Ich habe jetzt viel schwarz gemalt oder viel gelb gemalt. Das heißt, ihr braucht sehr viel gelb. Dann habe ich recht viel schwarz gemalt. Ihr braucht recht viel schwarz. Und blau geht so. Da habe ich ein paar Striche gemacht. Da wird jetzt nicht so viel verlangt. Aber natürlich, das sind, umso mehr ihr malt, umso mehr Farben braucht ihr. So, das lasse ich jetzt hier. Save das jetzt einfach ab. Das ist jetzt noch eine PNG-Datei. Und ihr braucht eine PNT-Datei. Und dafür braucht ihr nämlich das Programm, um das eben zu bearbeiten. Das ist das Programm, was ihr auf dieser einen Seite runterladen könnt. Gehen wir mal ganz kurz mit nochmal drauf. Kläre ich das nochmal ganz kurz. So, schieben wir es auch nochmal kurz rüber. Das war ja die Seite mit dem Homer Simpson. Da geht ihr ganz nach oben. Und hier ist der kleine Link. Hier steht auch der Converter. Und das ist hier so gesehen dieser Link. Da klickt ihr drauf, ladet dieses kleine Mini-Programm runter. Das wäre das hier. Dieser Arc BMP Converter und jetzt schieben wir das mal wieder weg. Und da wird eben so gesehen der T-Rex jetzt gleich reingeladen. Ich könnte das übrigens mal machen. Musste aber vorher abspeichern. Okay, ich speichere mal ganz kurz ab und dann, wenn ich den hier reingeladen habe, dann zeige ich euch das ganz kurz. So, ich habe jetzt die Datei, die wir hier im Hintergrund haben, genau die, abgesaved auf dem Desktop. Seht ihr ja selber auf dem Desktop und wichtig ist zum Beispiel, dieser Name, den dürft ihr nicht ändern. Der darf nicht geändert werden. Schreibt nicht da Rex 123 hin oder sowas, sondern lasst den Namen immer so bestehen. Wichtig ist, wenn ihr den hier reingeladen habt, dann braucht ihr eigentlich so gesehen nicht mehr viel machen. Ihr müsst einfach so gesehen nur hier steht ja Open, das ist so gesehen die Datei, um die Datei hier abzurufen. Und Save, neben Save ist dieser kleine Pfeil. Da müsst ihr vorher Dino oder dieses Paint Canvas aussuchen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel Flaggen, es gibt ja Flaggen hier im Spiel, dieser, wie heißt das, Billboard? Billboard, das ist diese riesengroße Tafel. Dinos wisst ihr selber. Geht aber nicht mehr bei Flaggen. Du konntest früher auf Flaggen draufmalen, also auch laden. Ja. Nur jetzt kannst du nur einfarbig machen. Das heißt, du kannst da keine Bilder mehr draufladen auf Flaggen. Ah, okay. Vielleicht geht's mit Mod oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe noch nicht nachgeguckt. Ah, aber so okay. Direkt kannst du es nicht mehr machen. Ah, wusste ich jetzt nicht, okay. Dann gibt es Small Signs, das sind diese kleinen Holzschilder. Es gibt, glaube ich, auch Eisenschilder. Human, was ist War Map? Die War Map ist diese große, ist das die große Map? Oder ist das die an der Wand? An der Wand hängt, glaube ich, ne? Die an der Wand. Die kann man auch selber dann gestalten. Ihr müsst ja nicht unbedingt die Karte von The Island oder sowas haben. Also ist uninteressant, da kann man auch einen Skin drüber legen. Dann gibt es die Pumpkins, das sind die, wie heißen sie? Die Kürbisköpfe, glaube ich, sind das, ne? Naja. Und das Multi-Canvas, was ist das hier? Weißt du das rein zufällig? Das sind diese mehreren Flaggen. Und wie gesagt, das safen wir jetzt ab. Und wenn wir das dann abgesaved haben, wie gesagt, das muss in den Ordner, wie ich gerade eben gesagt habe, hier nochmal rüber, bevor ich es wieder vergesse. Immer wieder in den gleichen Ordner, wo die Skins reinkommen. Und dann geht das gleiche Spielchen wieder los. Dann geht ihr auf euer Dinosaurier zu, wie jetzt in dem Fall der T-Rex. Und bemalt den. Und das machen wir nämlich jetzt zusammen. Wir switchen einfach jetzt mal wieder rüber zu Ark. So, meine Freunde, wir sind wieder zurück in Ark. Und wir werden jetzt den T-Rex bemalen. Du brauchst dich gar nicht zu beschweren. Du wirst jetzt bemalt. Er weiß schon ganz genau, was mit ihm passiert. Nicht schlecht. Okay, wie gesagt, ihr geht einfach mit eurem Pinsel an den T-Rex, haut drauf, geht wieder auf Loading Paint from this Type und dann klickt ihr auf diese Datei, die ihr hier habt, Rex, und dann
Missing. Okay, wir brauchen noch eine Farbe. Wir brauchen nur 11% von diesem Chain Coloring. Machen wir mal ganz kurz. Gehe ich mal schnell holen aus der tollen Kiste. Hopp. Hopp. An den Megalosauren vorbei. So. Chain. Da. Nimm einfach alles mit. Das wäre jetzt übrigens die blaue Farbe, die ich jetzt unter den Decks und dem 23, unter der 23 gestrichen habe. Das wäre dann diese blaue Farbe. So, jetzt haben wir mal drauf, gucken. Wieder Load, Load Paint from this type. Den Rex auswählen. Alles ist wunderbar, alles verfügbar. Und jetzt drücken wir einfach auf dieses Select und dann fängt er wieder an zu pinseln hier. Ihr seht, hier geht schon wieder los. Und man merkt schon wieder alles schief und schell, aber macht das einfach erstmal einmal selber. Ihr könnt das immer übrigens wieder löschen, gar kein Problem. So, sieht hier aus. So, und jetzt haben wir einen orangen T-Rex mit, ja, hier sieht man hier vorne, seht ihr, das ist die 23, die hat sich natürlich jetzt auf den Schwanz länger gezogen. Da muss man ein bisschen aufpassen, ihr habt ja gesehen, in dem kleinen Bild sieht das alles ein bisschen schräger und schiefer aus. Also hier wäre die 23, oh, Rollback, 23 mit dem blauen Strich. Hier hat er den Strich oben auf der, ja, auf dem Nacken und auf der anderen Seite. Mal gucken, wie das Dex aussieht. Ja, das könnte man noch durchgehen lassen. Dex sieht okay aus. Kann man so lassen. Ich würde es sogar noch ein bisschen kleiner malen vielleicht. Also, wie gesagt, da müsst ihr schon ein bisschen feiner mitmalen. Wir haben jetzt einfach nur mal gerade ganz kurz schnell drüber gepinselt. Aber wenn ihr sowas könnt, wenn ihr ein bisschen mehr euch mit diesem Malprogramm, jetzt Photoshop, Paint von mir ist auch, oder wie heißt das andere, GIMP, dann kann man da ein bisschen feineres was rausholen. So, wenn ihr aber jetzt sagt, ah nee, das gefällt mir aber gar nicht, ich hätte nicht lieber Dex, sondern ich hätte lieber Franziska da draufstehen, der Name der Freundin zum Beispiel oder so, dann haut ihr wieder mit dem Pinsel und dann Erase Painting und dann ist alles wieder futsch. Und dann habt ihr euren T-Rex so wieder, wie er geboren wurde. Mehr oder weniger in Ark. So, und wir zeigen euch jetzt nochmal ganz kurz, wie ihr eine Schablone, genau, eine Schablone selber erstellen kann, könnt. Sekunde, wir gehen jetzt mal ganz kurz rüber. So, wir nehmen jetzt hier diesen Troodon und am besten das kleinste Tier, damit wir es am leichtesten zeigen können. Der Troodon zum Beispiel, da gab es auch keine Schablone für. Und ihr seht, der Stone bemalt das Tier jetzt gerade komplett. Oh nee, jetzt verfälscht die Farbe ja wieder. Es regnet. Du nimmst, hast du extra grün genommen? Ja, extra grün. Okay. Ist ganz, mir ja nicht so gut. Ganz wichtig, ihr müsst das ganze Tier bemalen. Komplett das ganze Tier. Oh, ich habe jetzt gerade was drüber. Ich habe, glaube ich, gerade selber was drüber gemalt, oder? Ups. Ich hab da einfach keine Farbe mehr, ich wundere mich, hey, warum mal? Ich hab hier einen orangen Strich drüber gemalt. Wirklich. Wie dreht man das Tier nochmal? Man kann es, glaube ich, irgendwie mit drehen. Mit Steuerung linke Maustaste. Also mit Steuerung linke Maustaste dreht man es, mit Shift und linke Maustaste machst du eine dickere Spur. Das heißt nicht diese ganz kleine, sondern etwas mehr. Mit Rechtsklick macht die so auch den Strich rückgängig, mit Shift, Rechtsklick. Natürlich ein bisschen breiter. Den Streifen weg. Okay. So, ich gehe mal wieder raus, bevor ich jetzt hier dein Kunstwerk versaue. Ja. Aber am wichtigsten ist, dass man alle Ränder definitiv hat. Ganzen Seiten. In der Mitte so ein ganz kleiner Punkt fehlt, nicht so schön. Das sieht man ja später dann bei den Schablonen oder was. Außer man hat die Enden, Spitzen. Was ich später auch schon über Blumen erkennen kann, wo fängt denn der kleine Scheiß an? Wo hört er auf? Wichtig ist noch, auf der Seite von mir, wo ich gerade bin, ist noch einige Stellen nicht angemalt. Hier siehst du. Kann aber auch einfach nur sein, dass da kein Grün drüber kommt. Okay. Dann bei dir ist auf der anderen Seite war das, ist das komplett bemalt worden. Und vielleicht sehe ich das auch mal wieder hier nicht. Auch sein. Immer gemacht. Also das, was wir jetzt hier gerade machen mit dem Troodon, wir haben jetzt natürlich das kleinste von den Dinos genommen, weil
ist natürlich auch recht viel Arbeit, das ganze, den ganzen Dino anzumalen. Wenn ich jetzt hier so ein Terracino genommen hätte, der wäre voll, das hätte eine Viertelstunde bis 20 Minuten gedauert, den nur anzumalen. Der muss also so weit wie es geht einfach am besten komplett angemalt sein. Oder müsste jetzt komplett fertig angemalt sein. Kannst du drauf gehen und theoretisch auch speichern. Genau, weil wenn ihr was selber gemalt habt in Arc, dann könnt ihr was ja speichern und dann kommt das automatisch in, ja, in diesen Ordner My Painting, wird automatisch dort eine Datei erstellt. Wenn du das speicherst, dann musst du halt wieder mit dem Programm öffnen. Dann siehst du halt, falls noch was fehlen könnte, denkst du, da fehlt vielleicht was, sieht ein bisschen komisch aus. Aber sieht halt recht. So, was macht man dann? Ja, dieses Programm wieder aufrufen zum Converten. Mhm. Und dann? Damit rufst du dir die Datei nochmal auf, die du gerade gespeichert hast. Also wieder in den Arc-Ordner reingehen damit und starten. Und dann ist das fertig, haben wir schon die Schablone. Nein, noch nicht. Starten, dann wieder auf was es ist, ein Dino auswählen. Dann muss das nochmal gespeichert werden. Nochmal speichern, immer in die PNT-Datei. Nein, jetzt in eine PNG. PNG-Datei. Kannst du auswählen, Dateityp PNG, weil jetzt willst du es ja bearbeiten. Mhm. Das heißt, du nimmst PNG, lässt den Namen so und speicherst ihn da, wo es haben ist. Jetzt kannst du das Tier wieder selbst bearbeiten. Wenn es dann wieder andersrum ist, wieder speichern in der PNT-Datei. Also sobald man das in die PNG-Datei gespeichert hat, ist das automatisch dann als Schablone und dann kann man es wieder nutzen für zum Übermalen, ne? Genau. Okay. Wenn so wie du so als Schablone siehst, so speichert Arc hier einfach. Speicherform von Arc wie die Tiere. Also ihr merkt, das ist gar nicht so schwer. Die meiste Arbeit ist eigentlich so gesehen, den Dino komplett anzumalen. Sobald ihr irgendeine Stelle nicht angemalt habt, wird das Spiel beim Safen, hier beim Safen, beim Dino, wird ja diese Datei oder bis diese kleinen Schnipsel, wenn hier vielleicht das Knie oder das Bein nicht angemalt worden ist, wird das nicht mitspeichern. Das bedeutet, in der Schablone wird das dann auch fehlen. Also achtet immer darauf, dass der Dino, soweit es geht, komplett bemalt ist. Und dann eben zu sehen. Hier aber jetzt eine kleine interessante Stelle, was ja hier Flügel, wenn man die Flügel anders angemalt haben möchte, kann man sich hier schon mal grob skizzieren, wo die Flügel sind, dass man das später auf der Schablone auch erkennen kann, dass da, ach so, da sind dann die kleinen Flügelchen. Möchte ich eine andere Farbe haben? Genau, rot oder sowas. Auch eine andere Farbe, dann heißt, die machst du die Federn auch so kleine Abstreifen, dass du weißt, aha, hier sind Federn. Dann später nicht ganz so viel Arbeit beim Anmalen, hin und her malen. Ja, damit man dann eben nicht jetzt, bei der Schablone sieht man natürlich nicht ganz genau, wo diese Federn hier sind, weil hier sieht man die Details von diesen Federn, in der Schablone sieht man natürlich nichts, da sieht man ist einfach diesen grünen Fleck und wenn ihr zum Beispiel, wie jetzt der Stone sagt, ihr möchtet genau diese Federn vielleicht blau haben oder mehreren Farben, dann bemalt die da vorher in rot, gelb, grün, dann wisst ihr genau, wo die einzelnen Federn sind und dann die Schablone, sobald ihr nämlich hier bemalt, wird das ja auch so gespeichert, was ihr bemalt habt. Und dann wird das nachher in der Schablone, wenn ihr das dann richtig abspeichert, werdet ihr das an der Schablone dann auch andersfarbig haben. Und dann versteht ihr genau, hier die linke Feder oben ist gelb gewesen und die untere Feder war blau gewesen. Also die ganzen Details könnt ihr dann selber mal bemalen und dann eben so abspeichern. Ja, das war's eigentlich schon, ne? Ja, das war's. Das war's. Wir stellen uns mal hier vor. Kann man alles bei den alles anderen natürlich auch machen, bei Menschen. Genauso, wenn du halt aufpassen, wenn du zum Beispiel einen Dex hast, der ist halt ein bisschen kleiner vom Körperraum. Nein, das kann nicht sein. Würde ich auch komplett einmal anmalen, dann sieht man halt, wo ungefähr was ist. Kann man das besser skizzieren, weil wenn man so eine Schablone für Menschen nimmt und auf Dex malt, dann verzerrt sich das an manchen Stellen einfach. Das kann, bei mir kann sich gar nichts verzerren. Guck doch mal. Der ganze Körper ist doch schon verzerrt. Okay, Leute, das war's. Das war's heute. Das war eben die ganze Erklärung, wie man diese ganzen Sachen macht. Wenn ihr jetzt so gesehen das ganzen Quatsch mit den Schablonen nicht machen möchtet, weil es auch recht schon kompliziert ist, was wir alles so erzählt haben. Wenn ihr es einmal gemacht habt, werdet ihr sehen, ist ganz einfach. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann nehmt euch doch einfach die ganzen normalen fertigen Skins. Es gibt so viele hunderte von Skins und eine schöner als die andere. Es gibt auch manche wirklich total
Bekloppte. Die sollte man irgendwie auch nicht runterladen und auch nicht bespielen. Sage ich jetzt nicht, was es ist, werdet ihr aber selber dann schon sehen. Okay, Leute, das war's. Und ich will hoffen, ihr habt irgendwie was verstanden, was wir da so gerade alles von uns gelassen haben. Und viel Spaß dann beim Bemalen eure Dinos. Tschüss. Man könnte jetzt zum Beispiel aus dem Gag das so setzen, da kann man hier vielleicht so stehen und in der Innenperspektive könnte man jetzt eigentlich, naja, kann man nicht durchgucken. Ich bin auch, glaube ich, zu klein dafür als Charakter. So. Das Grundgerüst ist fertig von dem Haus. Ihr seht, das ist total easy. Jetzt habt ihr nämlich hier den Platz. Natürlich durch diese Fenster habe ich hier keinen Platz mehr an der Wand. Deswegen habe ich mir extra so ein paar andere Sachen gecraftet, wie zum Beispiel Kisten. Sonst habe ich immer Schränke, aber ein paar Kisten, weil die Kisten kann man perfekt unter so einem Fenster setzen. Was machen wir jetzt? Ich brauche jetzt erstmal nochmal ein paar Wände. Dafür nehmen wir jetzt aber die Fensterläden oder Fensteröffnungen. Da setzen wir jetzt die 3. Na? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht richtig sitzt. Doch, ist wohl. Und das machen wir hier auch noch hier. Dann kommt noch hier und da noch Licht rein.